Die Embryonspende ist in Deutschland nicht verboten. Das Embryonschutzgesetz hat da kein ausdrückliches Verbot eingerichtet und drückt damit ja auch aus, den Wunsch, überzählige Embryonen zu retten, quasi sie mithilfe einer Spende anderen Paaren zugutekommen zu lassen, die selbst ein Kind wünschen, aber beispielsweise keine Eizellen haben oder auch keine Samenzellen haben und das so nicht realisieren können. Und das ist eine sehr sinnvolle Regelung, immer vorausgesetzt natürlich, dass die ursprünglichen Eltern einwilligen in diesen Transfer. Für diese Form der Fortpflanzung, der Fortpflanzungsmedizin gibt es noch keine eigenen Regeln. Die wären allerdings notwendig, denn es geht ja hier um die Übertragung von Elternschaft von einem Paar auf ein anderes Paar. Es geht auch darum, vernünftige Bedingungen für diesen Transfer herzustellen. Auch so etwas wie das Recht des Kindes auf Kenntnis der Abstammung zu sichern. All das ist im Moment noch nicht geregelt.